Im saarländischen Homburg baut die Stadt diese neue Straße ins Gewerbegebiet an der Remise. Doch für diesen 130 Meter langen Abschnitt, einschließlich Wendehammer, gibt es keinen Bebauungsplan. Mit anderen Worten, die Stadt hat hier für 500.000 Euro komplett rechtswidrig einen Schwarzbau errichtet. Grundsätzlich sind ja Gesetze da, dass man sich dran hält. Dann sollte halt sich auch die Stadt Homburg daran halten. Ne? Ja, ich als Homburger Bu, ich finde das echt unverschämt, dass es sowas überhaupt gibt. Dass so Leute überhaupt sowas machen ohne Genehmigung. Kapier ich nicht. Kann man nur als Bürger den Kopf schütteln. Ist so. Im Jahr 2017 plant die Stadt Homburg eine Erweiterung des Gewerbegebiets, um Betriebe anzusiedeln. Eigentlich soll die neue Erschließungsstraße nur bis hier gebaut werden. Tatsächlich wird sie um mehr als 100 Meter verlängert. Inklusive Straßenlaternen, Kanalisation und einem breiten Gehweg. Alles illegal. Denn offiziell darf hier gar nicht gebaut werden. Es gibt für diesen Grund und Boden keinen Bebauungsplan. Obendrein wurde dieser Bauabschnitt, wie gesetzlich zwingend vorgeschrieben, nie europaweit ausgeschrieben. Die Stadt Homburg hat hier gegen ein ganzes Bündel Gesetze verstoßen. Jeder Normalsterbliche, der ohne Baugenehmigung irgendetwas errichtet, hat mit irgendwelchen rechtlichen Konsequenzen zu rechnen, notfalls mit Abriss. Und der Staat setzt sich dann offensichtlich mal wieder ganz deutlich über das hinweg. Wie das geht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man das einfach so machen kann. Im Homburger Rathaus macht man erst gar nicht den Versuch, das Bau- und Planungsdesaster kleinzureden. Schriftlich heißt es, man habe in der zuständigen Verwaltung bereits Konsequenzen gezogen. Um ähnliche Vorgänge in Zukunft wirksam verhindern zu können, wurde das Bauamt bereits im Sommer 2020 umstrukturiert und eine Bauprozesssteuerung, Baucontrolling, eingeführt. Diese Einsicht kommt für viele Homburger ein bisschen spät. Eigentlich darf sowas nicht passieren. Dafür sind ja die Leute da, dafür gibt es ja einen Bauausschuss, dafür gibt es ja, was weiß ich, welche Gremien und was weiß ich alles. Ja, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht bei einem Privatmann und erst recht nicht bei einer Stadtverwaltung. Mittlerweile kümmert sich die Staatsanwaltschaft Saarbrücken um den Fall. Sie soll ermitteln, wer für den teuren Schwarzbau verantwortlich ist.